Nach langer Beta-Phase ist Dota 2 jetzt sozusagen in den Release gegangen. Das Spiel ist also fertig und erhältlich. Und du hast dir das Ganze hier mal angeschaut, René. Genau. Dota 2 wird jetzt von Valve released und hat eine komplett überarbeitete Fassung zu dem eigentlichen Mod zu Warcraft 3 erhalten. Mhm. Und wir sehen jetzt hier das Tutorial, was von Valve eingeführt worden ist und die großen Startschwierigkeiten, die eigentlich zu einer Modifikation dazugehört haben, alles überbrücken wird für die Einsteiger, die sich noch nicht mit dem Genre befasst haben. Genau. Dota 2 ist ja ein MOBA-Spiel. Und kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, für die Leute, die wirklich noch gar nichts davon gehört haben, was man denn überhaupt machen muss? Also MOBA heißt erstmal übersetzt Multiplayer Online Battle Arena, wurde von Riot eigentlich eingeführt. Und es geht darum, dass du mit einem deiner ausgewählten Heroes losgehen wirst und auf einer Karte, die genau gespiegelt angelegt ist, darum kämpfst, wer zuerst die gegnerische Base zerstört. Dafür spielst du mit 5 Leuten gegen andere 5 Leute, meistens im Online-Bereich oder auch gegen Bots, das wird man später noch sehen. Und du kämpfst erstmal auf einen von 3 Lanes darum, die Überhand zu gewinnen. Mhm. Ja, hier sehen wir das. Hier läufst du gerade genau, mit deinem Helden sozusagen da lang. Das ist jetzt erstmal noch das Tutorial, das ist eine eigens angelegte Map dafür. Hierbei wird dir gezeigt, was wirklich die Grundlagen des Spiels erstmal sind, wie du deine Items kaufst, das ist gerade der Shop, der gesehen werden kann. Und da werden dir jetzt erstmal die Basics erklärt, was du machen musst. Hier siehst du jetzt zum Beispiel, wie die 2 Creeps, oder die beiden Creep Waves eher gesagt, die sich jeweils auf den Lane alle 30 Sekunden erstellen werden, gegeneinander angreifen und du musst darum dich kümmern, dass du die Last Hits, diesen letzten Hit, um das Gold zu bekommen, schaffst. Mhm. Da sehen wir jetzt, dass das Ende vom Tutorial, jedenfalls vom ersten, das verfügbar ist, schon, das wäre ein Kampf gegen einen wirklichen Gegner, in dem Fall ein Bot, und wir haben ihn jetzt gerade mit unserem Helden Dragon Knight besiegt. Ja, also zum Üben sozusagen kann man sich ja am Computerspielgegner messen. So, hier haben wir die ganzen Helden. Genau, das ist jetzt ein kleiner Kritikpunkt an Dota 2, oder was heißt Kritikpunkt? Das ist erstmal schön für Leute, die schon ein bisschen sich mit MOBAs beschäftigt haben, dass alle Heroes von Anfang an verfügbar sind. Ihr müsst also nicht bezahlen oder irgendwas Sonstiges. Allerdings kann es ein schwerer Einstieg für Einsteiger sein, dass schon von Anfang an so viele Helden verfügbar sind. I gust onward. Man hat natürlich erstmal gar keinen Plan, was die alle so drauf haben und muss sich da so ein bisschen durchkämpfen. Aber das kann natürlich auch eine Motivation sein, die alle mal kennenzulernen. Jetzt bist du hier in so einem Spiel dann, ja? Genau, das wäre jetzt einfach nur ein Botgame zu Anschauungszwecken. Man sieht jetzt, eigentlich gibt es 3 verschiedene Lanes, die untere und die obere. Wir sehen hier gerade, die untere werden meistens mit 2 Leuten begangen, die in der Mitte alleine, die sehen wir gleich noch. Und jetzt sollt ihr die ganzen Basics, die ihr im Tutorial gelernt habt, einmal umsetzen. Man sieht jetzt hier die Last Hits, die passieren und gleich mal eine Szene, wie es aussieht, wenn 2 Spieler zusammen agieren, beziehungsweise ich hier gerade mit einem Bot zusammen agiere, um mal gegen meine Lane wirklich zu kämpfen. Das sollte jetzt gleich passieren. Da kommt ein Stun und weitere Fertigkeiten von meinem Teammate und mir schaffen es dann, meinen Lane-Gegner zu besiegen. Ja, wenn ich so als kompletter MOBA-Neuling rangehe an Dota 2, meinst du, ich kriege am Anfang nur aufs Maul und bin vielleicht demotiviert dann irgendwann? Oder ist die Lernkurve sozusagen gar nicht so? Die Lernkurve ist sehr, sehr enorm. Das sollte man wirklich festhalten. Also wer jetzt meint, er könnte Dota 2 sich herunterladen und einfach mal in ein Spiel reingehen, gegen andere Gegner spielen, noch nie vorher MOBA in den Finger gekriegt hat, der wird wahrscheinlich nach 2 Stunden demotiviert, wer damit aufhören. Dafür ist das Tutorial da, dafür sind Botspiele da. Da kann man wirklich die Basics sich mal ein bisschen anlernen. Allerdings ist das wirklich kein Spiel wie ein Rollenspiel oder wie ein First-Person-Shooter, wo man mal eben reinschauen kann, sondern da gehört sehr, sehr viel Zeitinvestition dazu und man muss wirklich eine Menge lernen, bevor man sich da gegen andere Spieler, die vielleicht schon mehrere, teilweise 100 Stunden in das Spiel gesteckt haben, sich messen kann. Wie vergleichst du das so mit anderen MOBA-Spielen, die man so kennt? Also ich meine zum Beispiel League of Legends und solche Sachen. Dota spielt sich etwas träger, das ist auch so gewollt. Dafür ein bisschen taktischer auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht auch überlegter. Die Mechaniken sind weitaus größer und schwieriger ausgelegt. Es gibt ein paar Tricks und Kniffe, die man erst nach mehreren 100 Spielstunden überhaupt rausbekommt. Die Reaktionsfähigkeit wird auch an einigen Stellen, wie man es jetzt gerade gesehen hat, abgefragt, wie es in anderen MOBA-Spielen im Genre auch verfügbar ist. Aber es ist ein eigenes Spiel und es lässt sich nicht unbedingt mit Spielen wie LOL vergleichen.